Und dann stehen wir in einem 40 Quadratmeter großen, düsteren Raum, Regale bis zur Decke, ein schmutziger Plastikboden, Drehsäulen mit Büchern, eng und vollgeräumt, eine flackernde Neonröhre und finden es gut. Ich denke viel an den kleinen blonden Jungen, den ich viel zu früh bekommen und ganz allein aufgezogen habe. Wie selbstständig er immer war und wie stolz wir aufeinander. Ich auf ihn, weil er so vieles allein gecheckt hatte, und er auf mich, weil ich eine junge, coole Mama war, die aus eigenem Interesse nicht an ihm klebte. Wir wohnen plötzlich in unserer Arbeit. Die Wendeltreppe, die das Hinterzimmer der Buchhandlung mit dem Vorzimmer unserer Wohnung verbindet, wird zum zentralen Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Oliver und ich schenken uns nichts. 2 Tage frei. Das ist das Schönste, was wir uns vorstellen können. Die Tochter ist klug und im Gegensatz zum Sohn sehr ehrgeizig. Und in ihrem jungen Leben wollte sie schon viel werden. Nur eines will sie definitiv nicht werden: Buchhändlerin. Das heißt natürlich nicht, dass sie keine Buchhandlung haben will. Sie will nur nicht darin arbeiten. Wir wollen keine zweite Buchhandlung, oder? Nein, wir wollen keine zweite Buchhandlung. Ich will auch keine, aber die ist so schön. Hallo. Und eigentlich ist es auch gerade das, was uns antreibt, einfach weiterzumachen. Alles andere wäre langweilig. Weiterzumachen in Zeiten, in denen so anachronistische Läden wie unserer einmal pro Woche totgesagt werden. Weitermachen, weil uns nichts anderes übrig bleibt, weil wir nichts besser können, weil wir nichts lieber tun.